und Herren, wir sind heute auf dem Kreditrisiko- und Forderungsmanagement-Tag der Deutschen Kongresse in Frankfurt mit dem Schwerpunkt Business to Business, B2B. Neben mir sitzt Robert Meters von der Professor Schumann GmbH, Leiter Vertrieb und Marketing. Herr Meters, schön, dass Sie Zeit gefunden haben für ein kurzes Interview. Ich wollte Sie fragen, wie Sie als Professor Schumann GmbH die letzten Jahre zum Thema Kreditrisiko und Forderungsmanagement gerade im B2B-Bereich erlebt haben. Haben Sie festgestellt, dass sich doch viele Dinge sehr geändert haben, gerade bei den Anwenderunternehmen? Ja, das kann ich bestätigen. Es ist so, dass wir beobachten, dass man zunehmend Prozessintegration haben möchte im Kreditmanagement, das Kreditmanagement weiter professionalisieren möchte, eine Sicherstellung der Umsetzung der Credit Policy in den Abläufen im Credit Management. Dazu gehört Transparenz, dazu gehört Nachvollziehbarkeit und dazu gehört auch, dass alle Prozesse des Credit Managements möglichst IT-unterstützt durchgeführt werden sollen. Es gibt heute genügend technologische Möglichkeiten, so etwas umzusetzen, professionell Unterstützung zu haben, dass die Leute, die im Kreditmanagement arbeiten und im Vertrieb arbeiten, eine einheitliche, transparente Plattform vorfinden, um Abstimmungsprozesse für einen Unternehmenserfolg sicherzustellen. Vielen Dank. Wo sehen Sie das größere Thema? Wir hatten uns ja schon hier und da verschiedentlich darüber unterhalten, auch am heutigen Tage. Ist für Sie das Thema B2B das Schwerpunktthema oder haben Sie auch Aktivitäten im B2C-Bereich? Für uns ist eindeutig das B2B-Thema Schwerpunktthema. Hier bewegt sich sehr viel gegenwärtig im Markt. Es ist ein großer Markt mit hohen Anforderungen, Risiken im B2B-Geschäft festzustellen, mit den Risiken umzugehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, was Kreditlimite und Sicherungen angeht, bis hin ein professionelles Forderungsmanagement durchzuführen im B2B-Segment. Darauf konzentrieren wir uns. Das sind unsere Lösungen, die wir im Moment haben, die sich allerdings sehr stark unterscheiden in unterschiedlichen Branchen, ob es Handel, Industrie ist oder im Finanzdienstleistungsbereich, Factoring, Leasing oder im Bankenbereich. Ja. Wenn Sie die Veranstaltung Revue passieren lassen, Sie waren ja auch schon auf anderen Veranstaltungen aus unserem Hause, Forderungsmanagement B2C oder auch Kreditrisikoforderungsmanagement, würden Sie sagen, dass die richtigen Teilnehmer vor Ort sind, dass wir die richtigen Zielgruppen ansprechen und dass auch die richtigen Teilnehmer sich bei uns anmelden oder wünschen Sie sich weitere Zielgruppen? Also ich denke, das sind die richtigen Teilnehmer. Das heißt also, dass hier alle Zielgruppen von kleineren, mittleren und Großunternehmen sich hier wiederfinden. Aus dem Primärbereich Handel und Industrie und Logistik, aber auch der eine oder andere Finanzdienstleister, der sich über professionelle Prozesse im Bereich des Risikomanagements informieren möchte. Natürlich ist der Geschäftsgegenstand ein unterschiedlicher, aber wenn es darum geht, Risiken zu beurteilen, dann gibt es auch dort Ähnlichkeiten, wo man auch branchenübergreifend voneinander lernen kann. Und ich denke, dass hier auch ganz entscheidend ist, dass der Austausch gefördert wird zwischen den Unternehmen und den Dienstleistern zu dem Fachthema. Die Deutsche Kongress GmbH wird natürlich auch im nächsten Jahr Veranstaltungen auflegen. Wir sind ja mitten in den Planungen, haben ja auch schon drüber gesprochen. Das Thema Kreditrisiko und Forderungsmanagement, Schwerpunkt B2B, wird wieder stattfinden. Können Sie uns ein abschließendes Statement zum heutigen Tag geben? Heute ist ja der Abschlusstag in Frankfurt. Wir hatten insgesamt 3 Tage. Ja, also was man sagen kann, ist, dass das ein schöner Überblick ist, wie ein Kreditmanagement professionell gestaltet werden kann. Von der Informationsbeschaffung über die Vielfalt der Informationen, die heute für das Credit Management verfügbar sind, die Prozessgestaltung ganz zentral hier dargestellt über die verschiedenen Dienstleister bis hin zum TÜV, TÜV-Zertifizierung von Prozessen oder entsprechende IT-Unterstützung und natürlich ein professionelles Forderungsmanagement. Ich denke, dass auch gerade solche Themen wie zum Beispiel Prozesskosten, wozu wir heute eben einen Vortrag auch gehört haben, aber auch mehr hin, wo geht die Reise hin im Bereich der Finanzierung, Kundenwertanalysen, das sind Themen, die sicherlich auch gerade perspektivisch im nächsten Jahr spannend werden und da würden wir sehr gerne auch zur Verfügung stehen. Wir sind einer der Informationstreiber, Thementreiber in der Branche, diese Dinge auch zu platzieren. Hier ist sehr viel Bewegung im Markt und das wird sicherlich ein spannender Kongress auch im nächsten Jahr. Herr Meters, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden gerne darüber sprechen mit Ihnen und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen restlichen Dienstag bei uns in Frankfurt und kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.